Hoi und herzlich willkommen zu diesen Kurzvideos, wo wir miteinander auf eine Reise gehen, um Gott zu entdecken. Innerhalb weniger Minuten werden wir grosse Fragen stellen und wertvolle Schätze ausgraben. Es soll dich dazu anspornen, nachzudenken. Und es soll dich ermutigen, um weiter zu graben und noch mehr zu erfahren von unserem grossen Gott. Vielleicht kennst du den Larry King. Er war ein bekannter Interviewer, der über 25 Jahre lang in seiner Show grosse Persönlichkeiten willkommen geheissen hat, wie Michael Jackson, Lady Gaga, George Clooney, Snoop Dogg oder auch Präsidenten wie Donald Trump oder Barack Obama. Er ist mal in einem Interview gefragt worden, welche Person möchtest du interviewen, wenn du frei könntest auswählen. Der Larry King hat gesagt, ich möchte Jesus Christus interviewen, weil er würde ihm die Frage stellen, bist du wirklich durch eine Jungfrauengeburt auf die Welt gekommen? Weil die Antwort auf diese Frage würde die Menschheitsgeschichte erklären. Wer ist Jesus? In unserer Entdeckungsreise zu Gott hin müssen wir uns mit Jesus beschäftigen, weil Jesus sagt von sich selber, dass er Gott ist. Doch wir fangen vorne an. Hat Jesus überhaupt existiert? Diese Frage können wir mit dem heutigen Wissensstand mit einem ganz klaren Ja beantworten. Wir wissen, dass Jesus 4 Jahre vor Christus auf die Welt gekommen ist, dass er als genialer Lehrer gelebt und gewirkt hat und Wunder vollbracht hat. Wir wissen, dass Jesus Christus von den Römern dazumal am Kreuz hingerichtet worden ist und dass seine Jünger ihn als Sohn Gottes verehrt haben. Aber ist Jesus mehr als nur einfach ein guter Mensch gewesen? In der Bibel lesen wir, dass Jesus über sich selber sagt, ich bin das Brot vom Leben. Also Jesus Christus sagt, dass er unseren geistlichen Hunger stillen kann. Er sagt auch, ich bin der Weg, Wahrheit und das Leben. Also er ist der Zugang zu Gott im Himmel. Mit seinem Leben, mit seinem Wirken und mit seinen Predigten hat Jesus ganz klar beansprucht, Gott selber zu sein. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten, wie wir diesen Aussagen begegnen. Erstens können wir sagen, das stimmt nicht. Jesus hat gewusst, dass er nicht Gott ist, aber er hat es gleich von sich behauptet. Dann wäre Jesus ein Lügner, ein Betrüger und er wäre böse. Die zweite Möglichkeit ist, dass es auch nicht stimmt, aber Jesus hat es nicht gewusst, dass er selber nicht Gott ist. Also er war irgendwo durch geisteskrank und ein Irre. Die dritte Möglichkeit und die logischste ist, dass es stimmt, was Jesus gesagt hat und dass es Wahrheit ist, die er geredet hat und gelehrt hat. Und dass er der Sohn Gottes, ja Gott selber ist. Jesus hat seine Jünger mal im Matthäus-Evangelium gefragt, wer er ist, was die Jünger denken und was die Leute denken. Und diese Frage stellt er auch dir ganz persönlich. Für wer haltest du Jesus? Der C.S. Lewis hat mal dazu gesagt und das zusammengefasst, wir stehen vor einer erschreckenden Alternative. Entweder war und ist der Mann, über den wir reden, das, was er sagt, oder er war verrückt oder noch etwas viel Schlimmeres. Offensichtlich war er aber weder verrückt noch vom Teufel besessen. Deshalb muss ich, wie eigenartig, erschreckend oder unwahrscheinlich es auch sein mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist. Ich habe mit dem C.S. Lewis einig gehabt, auch aufgrund von all den Prophetien, die im Alten Testament stehen. Und wo Jesus 300, die auf ihn hinweisen, als Messias, als Sohn Gottes, alle erfüllt hat. Und Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und das möchten wir miteinander anschauen. Welche Beweise gibt es, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist?
Der erste Beweis ist, ja, er ist nicht im Grab gewesen. Jetzt könnte man sagen, ja, die Jünger haben Jesus, den Leichnam von Jesus gestohlen. Aber wenn man anschaut, dass die Jünger nachher ausnahmslos alle gestorben sind und hingerichtet worden sind aufgrund von ihrem Glauben an Jesus Christus, macht das keinen Sinn, dass sie für etwas sterben, wo sie wissen, dass es nicht wahr ist. Oder man könnte sagen, ja, die Römer haben den Leichnam von Jesus weggenommen. Aber wenn man nachher die Unruhe anschaut, die in Israel war, dann hätten die Römer ein einfaches Spiel gehabt, einfach Jesus, den Leichnam von Jesus zu zeigen, und dann wäre die Unruhe weg gewesen. Der zweite Beweis ist die Anwesenheit von Jesus nach seiner Auferstehung bei seinen Jüngern. Und er ist gleichzeitig an unterschiedlichen Orten an 500 Leuten erschienen. Dass 500 Leute an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit eine Halluzination haben, die aufeinander passt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Begegnung mit Jesus Christus als der Auferstandene hat bei seinen Jüngern Auswirkungen in der Land. Das ist der dritte Punkt. Jesus Christus ist seinen Jüngern begegnet und sie sind von ängstlichen zu mutigen Männern geworden, die mutig eingestanden sind für das, was sie erlebt haben, gesehen haben, erkannt haben und die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, in die ganz weite Welt rausgetragen haben. Und diese Auswirkungen haben wir bis heute noch. Und das führt uns zum vierten Punkt. Jesus Christus ist in den letzten 2000 Jahren an Milliarden von Menschen begegnet und sie haben ihn dürfen erleben und erkennen, wer Jesus Christus ist. Was hat das jetzt aber alles mit dir und mir zu tun? Gott ist heilig, gerecht und sündlos. Wir haben das schon in den letzten Videos besprochen und entdeckt. Und wir Menschen, wir sind sündig. Wir lehnen uns konstant gegen Gott auf. Genau davon spricht auch die Bibel, wenn sie in Römer 3, Vers 12 schreibt: Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Und weiter im Römerbrief heißt, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir sind getrennt von Gott und das können wir nicht wettmachen. Aber in Römer 5, ab Vers 8, dort steht: Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Jesus Christus ist am Kreuz für unsere Schuld, für uns Sünder gestorben, damit wir unsere Sünde, das, was uns von Gott trennt, ihm abgeben können. Was braucht es dazu? Es braucht Umkehr. Umkehr zu Gott hin. Es braucht ein Eingestehen von meiner eigenen Sünde, von meiner eigenen Schuld, von dem, was ich falsch gemacht habe, wo ich mich gegen Gott aufgelehnt habe und ihm sagen, hey, es tut mir leid, ich will es dir abgeben. Ich will, dass du mein Leben jetzt übernimmst. Und es braucht dazu, dass wir Vergebung annehmen. Gott schenkt uns Vergebung in Jesus Christus. Der Bruch zwischen Gott und uns wird ein Bruch darüber gebaut, durch die Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Und das ist eine Zusammenfassung auch von diesen Videos, die wir jetzt miteinander gemacht haben. Gott hat uns geschaffen und er liebt uns. Das erste Symbol. Aber ich lebe getrennt von Gott. Ja, ich lehne mich gegen Gott auf. Aber um die Trennung zwischen mir und Gott wieder ganz zu machen, hat Jesus Christus sein Leben für uns gegeben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus nimmt alle Sünde auf sich. Und durch ihn haben wir ewiges Leben. Und am Schluss steht die Frage: Willst du dich dafür entscheiden, dein Leben dem Jesus Christus zu geben? Ich will dich ermutigen, in Kontakt zu treten mit Christen, die in deinem Umfeld sind, mit einer Kirche, die in deiner Region ist. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du geniale Entdeckungen machst auf der Reise, die du jetzt gestartet hast, Jesus Christus, unseren Gott, zu entdecken.